Willkommen bei der 51. und letzten Android Weekly Folge in der News Edition mit den Highlights der vergangenen Woche aus der Android-Welt. Heute habe ich jede Menge Gutes als auch nicht so Gutes zu Samsungs Flaggschiff, dem Galaxy S3, aber auch Instagram hat die Woche ordentlich von sich reden gemacht. Also, los geht's! Jellybeans zur Weihnachtszeit. In der Regel berichten wir ja hier bei Android Weekly nicht über jedes Systemupdate, aber da es sich hier um das weltweit meistverkaufteste Smartphone, nämlich dem Galaxy S3 von Samsung handelt, machen wir mal eine Ausnahme. Dieses hat nämlich zuerst bei Vodafone und dann im Anschluss auf allen Provider-freien Geräten das langersehnte Update auf die Android-Version 4.1.2 Jelly Bean erhalten. Dieses integriert nun viele Features von dem Galaxy Note 2, wie beispielsweise Multiview, Page Buddy, eine neue Gallery App, ein überarbeitetes Notification Panel, die Smart Rotation Function, die App Paper Artist und die Streaming Funktion Groupcast. Wer das Update noch nicht via OTA oder über Keys erhalten hat, schaut einfach bei uns auf dem Blog vorbei. Link hier unten und lädt es sich natürlich auf eigene Gefahr runter. Nebenbei bemerkt, beginnt auch HTC mit einem Android 4.1.1 Jelly Bean Update in einigen Ländern für das HTC One XL, also der LTE-Version des One X. Jelly Beans zu Weihnachten sind zwar etwas ungewöhnlich, aber wir freuen uns trotzdem, oder? Exynos mit Sicherheitslücke. Der Aufreger oder einer der Aufreger der Woche firmiert ebenso unter dem Namen Samsung. Denn deren ihre viel verbaute Exynos CPU, genau gesagt die Exynos 4210 oder 4412 Prozessoren, sind von einer Sicherheitslücke im Kernelcode betroffen. Diese erlaubt den kompletten Zugriff auf den RAM und Kernel. Besonders fatal ist die Tatsache, dass die Kamerafunktion ohne eine Rückmeldung von Angreifern missbraucht werden kann. Samsung hat sich natürlich auch umgehend dazu geäußert und in der ersten Euphorie das Problem heruntergespielt. So sei die Kernellücke nur dann auszunutzen, wenn eine entsprechende bösartige Anwendung installiert wurde. Naja, Gott sei Dank besann man sich doch noch einer weiteren Stellungnahme, in der man einen kurzfristigen Patch für die Sicherheitslücke der Exynos-Prozessoren der vierten Generation zusichert. Für alle die, die nicht so lange warten können, hat der XDA-Developer Chainfire eine App veröffentlicht. Link wie immer hier unten bei den XDA-Developers. Instagram macht dich zum Werbestar! Gleich auf in Sachen Medientheater war vergangene Woche die Meldung, dass Instagram, die erst kürzlich vom Social Media Giganten Facebook aufgekauft wurden, sich ab dem 16. Januar das Recht rauszunehmen, deine hochgeladenen Bilder zu Werbezwecken zu verkaufen. Selbstverständlich ohne weitere Nachfragen oder Einwilligung des Darstellers. Also im Klartext, mit dem Hochladen eurer Bilder bei Instagram verliert ihr sämtliche Urheberrechte an euren Bildern. Dass eine solche Nachricht nicht nur tausende User verärgert, die gleich mal die App ins Nirvana verbannten, sondern auch gleich die regionalen Fernsehsender ans Licht der Öffentlichkeit riefen, tja, damit hat wohl Instagram aka Facebook nicht gerechnet. Doch nur einen Tag später entschuldigte man sich in aller Form und erklärte das durch eine sehr unglückliche Formulierung in den AGBs aufgekommene Missverständnis. Man ist bereits an der Überarbeitung der AGB-Texte zugange und wird diese in den nächsten Tagen euch offerieren. Wir raten weiterhin zur Vorsicht beim Bilderupload. Alles, was als öffentlich deklariert ist, kann auch weiterhin zu Werbezwecken genutzt werden. Soll das nicht der Fall sein, die entsprechenden Bilder zwingend als privat markieren. Google verkauft Motorola scheibchenweise.
Das asiatische Branchenportal DigiTimes will aus Industriekreisen erfahren haben, dass Google plant, die Motorola-Fabriken in Tianjin, das liegt in China, und Jaguariúna in Brasilien an den Auftragsfertiger Flextronics International zu verkaufen. Weiterhin heißt es, dass die Verträge bereits unterzeichnet sind und die Übergabe für die beiden Fertigungsstätten für den Sommer 2013 geplant sei. Flextronics wird dann als Auftragsfertiger für das weiterhin bestehende Unternehmen Motorola an den zwei genannten Standorten fungieren. Motorola als Tochterunternehmen von Google widmet dann all seine Aufmerksamkeit auf die Entwicklung der Smartphones der Mittel- und Oberklasse. Speicherproblem beim Galaxy S3. Begonnen haben wir heute mit der erfreulichen Jellybean-Update-Meldung für das Galaxy S3, dicht gefolgt von der unerfreulichen Sicherheitslücke der Exynos-Prozessoren der vierten Generation. So wollen wir auch unser heutige Android Weekly mit einer weiteren Samsung Galaxy S3-Meldung schließen. Immer mehr User klagen über plötzliche Neustarts ihrer Geräte bis hin zu einem Einfrieren beim Hochfahren. Anscheinend liegt die Ursache für derartige Probleme in den auf der Hauptplatine verbauten NAND-Speicherchips. Unabhängig von einem Custom- oder Stock-ROM oder ob ihr euer Gerät anderweitig durch Root-Rechte modifiziert habt. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass Samsung alle betroffenen Smartphones und damit meine ich auch alle anstandslos umtauscht. Also, egal ob euer S3 schon Kratzer im Display hat, geroutet ist oder das neueste CyanogenMod geflasht wurde, ihr bekommt ein niegelnagelneues Galaxy S3 von Samsung. Für alle die, die wir mit diesem Beitrag jetzt verunsichert haben, ob auch sie solch ein Smartphone ihr eigen nennen, die Probleme machen sich meist nach ca. 150 bis 200 Tagen Gebrauch durch selbstständige Neustarts bemerkbar. So, meine treuen Zuschauer von Janine und mir bzw. unserer wöchentlichen Android-News-Sendung. Oft haben wir es angedeutet, dass die Zuschauerzahlen extrem rückläufig sind und wenn ich jetzt mal gerade nach der letzten Weekly-Sendung schaue, dann ist da bis zu den 1000 Views noch ordentlich Luft. Angestrebt waren jedoch nach einem Jahr Android Weekly eine View-Zahl von, na, sagen wir mal 10.000 Hits allein bei YouTube. Da auch Android News und TV ein wirtschaftlich expandierendes Unternehmen ist, müssen wir uns nun wohl oder übel von diesem Sendeformat trennen. Ich weiß, für euch treue Zuschauer ist dies sehr ungerecht und ich habe auch schon einiges an Leserbriefen erhalten, dass ihr auch bereit wärt, uns finanziell zu unterstützen. Dafür Dank. Ich sag mal so. Ich habe da schon etwas gehört, dass Android TV gerade an einem neuen Design des Blogs arbeitet, in dem Forum, Videos und unsere Artikel besser miteinander harmonieren. Und es soll auch einen sogenannten Premium-Bereich geben. Aber pst, alles top secret. Vorstellbar ist dabei, dass Android Weekly dort eine frische Kur bekommt, wesentlich hochwertiger produziert wird und auch zusätzlich recherchierte Videobeiträge bekommt. Was solch ein VIP-Abo kosten wird und was es noch alles in dem Bereich geben wird, inwieweit die Hersteller da mit uns zusammenarbeiten und vieles weiteres mehr, werden wir aber noch gemeinsam mit euch im neuen Jahr abstimmen. Geplanter Release des Ganzen ist die zeitgleiche Eröffnung der MWC Ende Februar nächsten Jahres. Einfach immer unsere neue Domain http://go2android.de, also go2android.de im Auge behalten. Ja, also bis dahin bedankt sich das gesamte Android News und TV Team bei euch, wünscht euch ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2013. Und bleibt uns auch im nächsten Jahr treu. Macht's gut. Tschüss.